Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. So, die Einführung hätten wir somit geschafft. Das haben wir jetzt in der ersten Folge gemacht. Ist wahrscheinlich immer noch ein bisschen Tutorial hier. Aber wir schauen jetzt mal, wir sollen jetzt unsere Besatzung retten. Die schätze ich mal, wird irgendwo da unten sein. Und ja, das schauen wir uns jetzt an, würde ich sagen. Breite deine Flügel aus. Okay, wie geht es hier? Okay, so ein bisschen komisch. Dem Raben kannst du Questziele orten. Überblicke das Land, Freundin. Irgendwie haut es nicht hin. Ach so, okay. Na gut, schauen wir mal rein da. Kjötvis Krieger krauchen durch Irrwalsnäs wie Läuse. Wenn ich durch das Haupttor gehe, falle ich vielleicht auf. Die werden sofort angreifen. Das Langhaus. Meine Mannschaft sollte da drin sein. Okay. Aber wir müssen mit dem Game noch ein bisschen klarkommen. Sollte es eine Öffnung geben. Da ganz oben gibt es eine Öffnung. Weiter so findest, wird meine Axt deinen Hals verfehlen. Das wollen wir beide nicht. Wenn ich schon sterbe, dann soll es schmutzig werden, du Aas.
würde ihn ja gern von oben angreifen, aber... Okay, jetzt Cutscene. Feigling, binde mich los und gib mir eine Axt in die Hand. Ich schulde dir gar nichts, Rabendreck. Oder deinem Clan von Trell und Bauern. Du, leg die Axt beiseite oder stirb durch meine. Du solltest auf einem Sklavenschiff nach Irland sein, Wolfsmal. Aber wenn du mein erstes Opfer sein möchtest, wird Odin dich sicher freudig empfangen. Du hast gerade dein Leben verwirkt. Genug jetzt! Ich schick dich direkt zu Hel. Knie nieder, Wolfsmal, dann verschone ich dich. Halt dein Maul und kämpfe! Stirb, du niederer Abschaum! Okay. Mach ich doch! Okay. Da muss ich echt noch ein bisschen klarkommen jetzt mit der Steuerung. Ah, den wollte ich parieren. Okay, zum Blocken Schild in Nebenhand ausrüsten. Stand gerade da. Vater,
Du hättest sie bis zum bitteren Ende festhalten sollen. Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Nein. Nein, Varin. Nein, Varin! Nimm deine Axt! Tötet sie alle! Nein! Okay, was ist hier los? Was ist mit dir? Bind uns los! Was? Oh, ja, natürlich. Oh, okay. Okay. Gefangene befreien. Ja, das habe ich schon gemacht. Ich habe gekämpft, Wolfsmal. Auch wenn dein Verstand etwas mitgenommen schien. Die Rüstung haben wir schon angelegt. Wer atmen kann, kann auch kämpfen. Kommt, wir holen uns unser Schiff zurück. Das musst du uns nicht zweimal sagen. Gibt's hier noch was? Köcher voll. Wir sind zum Schiff, aber ich will hier doch nicht von der Insel runter. Also die müssen echt ein bisschen klarkommen. Keine Energie mehr. Ich schaue mir jetzt erstmal hier um, ob ich hier irgendwo was snacken kann.
Hier ist ein bisschen Nahrung. Okay. Sehr schön. Scheint es auch noch einen Schatz zu geben. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Was, finde einen Weg hinein, um das Schloss aufzubrechen. Was ist hier los? Ach so, okay. Das brauche ich jetzt nicht aufbrechen. Hey, Moment! Du bist schon so gut wie tot. Schwere Angriffe können die Verteidigung des Gegners durchbrechen. Okay. Okay. Ja, langsam wird schon. Man muss ein bisschen, ja, sein Stil ein bisschen finden. Weil wenn man jetzt, weiß ich nicht, 60 Stunden anders, oh, geht aber weg hier, ein anderes Spiel gespielt hat, ist es halt schwierig, da in die Steuerung erstmal reinzukommen. Aber es funktioniert schon. Ah, das schaut so richtig schön aus. Richtig schöne Spiele. Können wir jetzt hier schauen? Es wäre halt jetzt cool, wenn man hier sehen würde, ob man schon alles abgeschlossen hat. Auf dem, in dem Gebiet hier. Was hat das zu bedeuten? Holy moly, das sieht so geil aus. Was ist das hier? Hier ist noch irgendwie. Ach so. Es sind schon ein paar Ziele aufgegangen. Ah, hier sieht man auch sogar den, die empfohlene Stärke. Von die Stärke 1. 1. Okay.
Wir haben Stärke 1, Fähigkeit Punkte 0. Okay. Na, geh halt die hoch, Eva. Ja, noch so viel. Ah, okay, sie sind hier. Okay, gehen wir wieder hier runter. Zeig mir, was vor uns liegt. Gewaltnis. Okay, segle heim nach Vornberg. Willkommen ab, der Stiermann. Führung übernehmen. Sag, Bragi, nehmt eure Ruder. Die Wahlstraße führt uns heimwärts. Fluss folgen. Das wurde ja auch gesagt. Nicht Bengel, sondern Ruder. Zu lange in diesem Eisbad bleiben. Oh, freut dich nicht. Führung übernehmen. Segel setzen. Unheil, in das du uns geführt hast? Wir hatten in diesem Kampf keine Verluste. Und die Männer, die uns erniedrigt haben, sind tot. Was gibt es da zu sagen? Wie wäre es mit, ich war dumm, selbstsüchtig, tollkühn, blind, störrisch und ich stinke nach Blut und Scheiße?
Meine Fassung gefiel mir besser. Okay, lass die mal fahren. Ah, du musst echt noch klarkommen. Führung abgeben. Wo sind wir denn jetzt hier? Ziemlich große Landmasse. Ich wüsste gar nicht, wo wir hin müssen eigentlich. Segel nach Vornberg. Okay. Vornberg. Wo ist Vornberg? Ah, hier hinten. Okay. Ich schaue nur schnell ins Haus hier rein und dann segeln wir dahin. Lesen. Nachricht an den Finder. Ich gehe fort und komme nicht zurück. Dieser Schandfleck von einer Schiffswerkstatt hat die Fischgründe meiner Familie verdorben und nun jage diese Krieger wie Hunde unser Wild. Ständig fragen sie, ob Kirftwi, keine Ahnung, oder Stilburn unterstütze. Mir sind beide scheißegal. Waren ist tot. Ich schließe mich der Jagd an. Ich habe viel zu tun, um alles mitzunehmen. Nimm dir, was du findest. Stössel. Okay. Oh, das lädt schon wieder richtig ein zum Erkunden alles hier. So, Segel setzen. Jetzt Segel setzen! Eivor, sieh nur! Jemand errichtet einen Außenposten auf dieser Insel. Kiltwis Männer. Sie nagen in jedem freien Fleckchen Land wie Hunde an einem Knochen. Selbst wenn du halb tot wärst, könnten wir sie leicht besiegen. Hallo. Geil. Los jetzt, Flüchtlinger! Erinnerst du dich an Dragis Doppelstoß?
Okay. Gute Beute. Verschwinden wir. Ja, haben wir noch ein bisschen was. Ja, leg die hin. Okay, jetzt schauen wir uns erstmal die kleine Insel hier an. Was gibt's hier Schönes? Knochenbeißer. Okay, Reichtum erworben. Ist das jetzt eine Waffe gewesen? Ah, Inventar. Dann würde ich eher die nehmen, oder? Legen wir den Knochenbeißer rein. Ah, muss in der Haupthand geführt werden. Alles klar, machen wir doch. Ach so. Zweihandwaffe. Alles klar, okay, da müssen wir mal schauen. Tarnen. Okay. Ist verfügbar. Ah, okay. Okay, okay, verstehe. Ja, da muss ich wirklich rausfinden, was ich für einen Kampfstil benutze. Der haut halt extrem rein jetzt hier gerade, aber wie das dann im Endeffekt, man muss auch von der Geschwindigkeit her schauen, wie agil man ist. Sperrgebiet. Okay, das ist jetzt Sperrgebiet, aber wann ist es dann kein Sperrgebiet mehr? Kann man das sozusagen erobern, dass es keins mehr ist? Muss ich irgendwas machen? Puppe. Lesen. Harald-Schiffe kommen und gehen und stören uns nicht, ganz wie du sagtest. Rabenschiffe gibt es nur wenige und sie sind schwach. Das Land ist unser. Ja, das war euers. Ich muss sehen, was du siehst. Oh, ich könnte mich schon wieder verlieren hier in die Welt. Ist schon wieder richtig cool. Aber wann ist es denn kein Sperrgebiet mehr? Ich habe das doch jetzt eigentlich
erobert, oder? Okay, ja, das wird schon passen. Ich weiß es jetzt auch nicht. Wir können das Segel nicht setzen. Wahrscheinlich, wenn die Insel so, so nah dran ist. Segel setzen! Okay, wir gehen mal zum Questziel. Ah, das ist geil, das Nordische, das gefällt mir echt gut. Ich bin gespannt, wie es dann in England ist. Das ist ja nicht so mein Setting. Rastloser und brutaler als zuvor. Überrascht dich das? Dieser Krieg tobt schon seit 3 Generationen. Warum sollte er jetzt nachlassen? Du brennst so vor Hass auf diesen Mann, Wolfsmal. Ich könnte mir die Eier dran wärmen. Wären dir ein paar Robbenfellhosen nicht lieber? Gib nur 8, Eivor. So viel Hass macht einen unvorsichtig. Was er deinem Vater antat, hat auch uns getroffen. Du stehst in diesem Kampf nicht allein. Oder werden wir eigentlich einige Stunden drin verbringen, ich sehe schon, komm. Jede kleine Insel erforschen. Das ist auch wieder so eine kleine Insel. Ah, geil. Sieht man die auf der Karte? Hier, gell? Ach, blau heißt dann praktisch Rätsel, oder wie? Blaues Rätsel und das ist Reichtum. Aber da hätten wir hier auch noch ein Reichtum. Hier könnten wir sogar herreisen. Okay. Fürbjörn wird zornig sein, dass du gegen seinen Willen aufgebrochen bist. Natürlich wird er das. Und du bist gar nicht besorgt deswegen? Ich sorge mich nur, dass unser König erst erkennt, dass ich recht habe, wenn es zu spät ist. Was ist mit Sigurd? Was würde er sagen? Wäre Sigurd hier? Säß er neben dir, würde das Blut von seiner Axt wischen und in den Wind lächeln. Und was wirst du unserem König von diesem Missgeschick erzählen? Nur die Wahrheit. Wir griffen Kyrklis Feste an, töteten seine Männer und schwächten seinen Einfluss hier. Erwähnst du auch, dass du deine Mannschaft verloren hast und fast als Trell verkauft wurdest? Wird das auch Teil deiner Sage? Ah, okay. Dann Händler und Schmied. Galde wagen, diesen Vers zu singen. So wird es sein letzter sein. Ach, geil. Sieht richtig geil aus. Ich würde ja gerne nur in dem nordischen Setting hier spielen wollen. Ah, ich glaube, das ist ein Startgebiet. Mach dort fest! Eine neue Schnellreise zur Weltkarte hinzugefügt. Okay. Oh, ist das schön, Leute. Das ist so schön. Sieh an, die Lehrerin der Raben kehrt zurück. Und nicht mal halb tot. Ihr seht es halt nicht so, wie ich das sehe. Oh, ist das schön. Fertigkeitsmenü öffnen. Wir haben jetzt einen Fertigkeitspunkt gekriegt. Knotentypen. Wenn du Fertigkeitspunkte bei Knoten einsetzt, verbessern sich deine Kampffertigkeiten. Werteknoten verbessern die Grundwerte. Grundfertigkeiten schalten Kampfaktionen frei. Okay.
Gesamtstärke. Fähigkeitspunkte, die Knoten zugewiesen sind, erhöht deine Stärke. Je höher deine Stärke, desto mehr bist du dafür gewappnet, dich den kommenden Herausforderungen zu stellen. Fernkampf. Nahkampf. Aber das ist rot, kann ich das? Achso. Das sind praktisch drei Bäume. Okay. Wie gehen wir hier hin? Nahkampfwiderstand. Ich denke mal, dass wir sowieso mit der Zeit alles erwerben. Aber hier geht es richtig weit hoch. Heftig. Okay. Aber Leute, seht es mir mal schnell nach. Wir können jetzt hierher reisen. Das ist ja kein Problem. Aber ich wollte eigentlich nochmal hierher. Das heißt, wir machen schnell mal eine Schnellreise her. Und rennt da ganz fix hin. Geht ganz schnell. 2 Minuten. Obwohl wir hier schon wieder 3/4 Stunde haben. Die Zeit vergeht. Ah, ein Reittier haben wir jetzt auch. Wir markieren uns das mal schnell. Dahin. Ja, das geht schon fixer, schon geil. Irgendwas ist hier noch. Was siehst du da oben, Sühnen? Irgendwas muss hier noch sein. Nicht zu lange in diesem Eisbad bleiben. Kann ja aber rein nicht tauchen, gell? Aber irgendwas muss ich hier übersehen haben. Das sagt mir hier 39 Meter. Meter, aber unter uns. Unter uns. Oder ist es die Markierung, oder was? Warte mal, wir nehmen die Markierung mal raus. Na? Ich verstehe das aber nicht.
Verstehe das nicht. Hier muss aber irgendwas sein. Komisch, dass es jetzt auch immer wieder oben ist. Komisch, komisch. Das haben wir gelootet. War das jetzt das hier oder wie? Nein. Silber? Aha, da ist es. Wie kommen wir jetzt hier rein? Aha, okay. Sehr schön, genau das wollte ich jetzt. Ich hab doch gewusst, da gibt's doch was. Okay. Jetzt ist auch der Punkt weg. Okay, dann machen wir eine Schnellreise. Und dann würde ich auch sagen, Leute, dass wir jetzt an der Stelle auch Schluss machen. Schon fast wieder eine Stunde, 50 Minuten schon wieder. Und natürlich schauen wir in der nächsten Folge weiter. Aber eigentlich noch nichts geschafft in dem Spiel, aber trotzdem schon wieder zwei Folgen und zwei lange Folgen. Aber es macht richtig Spaß, also. Wenn ihr das so anschaut, das schaut schon richtig nice aus. Coole Sache. Gut, Leute, dann verabschiede ich mich jetzt für die Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.